Hallo, heute kommt die Review zur neuen All Matte Plus Foundation von Catrice und ich möchte heute die Review so machen, dass ich vier verschiedene Kategorien mir ausgedacht habe und dazu jeweils Punkte verteile, und zwar 1 bis 5 Punkte, und ja, dann werden wir schauen, wie gut sie abschneiden wird. Zunächst einmal zur Verpackung, und die sieht ja der ehemaligen Infinite Matte Foundation von Catrice sehr, sehr ähnlich, und sie hat eben oben auch so einen Pumpspender, was ich sehr, sehr praktisch finde, weil ich immer nur einen Pumpstoß brauche für mein ganzes Gesicht und dann passiert es mir eben auch nicht, dass ich aus Versehen zu viel nehme und dann Produkt verschwende. Deshalb, ja, gäbe es volle Punktzahl, aber was ich immer nicht so mag, ist an diesen Pumpspendern, dass sie ja immer den Rest nicht rauskriegen. Deshalb gibt es jetzt einen Punkt Abzug, also 4 Punkte. Zur Konsistenz kann ich sagen, also sie ist weder ganz flüssig, noch ist sie ganz fest. Das ist so ein Mittelding. Also sie ist recht cremig und wenn ich sie auf der Haut verteile, dann fühlt sie sich so ein bisschen leicht gelig an. Aber sie wird nicht streifig. Also ich kann sie sehr gleichmäßig verteilen, und das Gute ist auch, dass sie mit der Haut verschmilzt. Also sie zieht ein. Es ist nicht so, dass sie sich wie eine Silikonpaste auf die Haut liegt, so ist es nicht. Also ja, das Bild, was sie hinterlässt, ist wirklich sehr ebenmäßig und als hätte man keine Foundation drauf. Deshalb kriegt sie für die Konsistenz 4 Punkte. Und jetzt kommen wir zum Thema Deckkraft, und das ist ja doch ein recht heikles Thema, da scheiden sich ja die Geister. Manche mögen mehr Deckkraft, manche weniger, und ich muss sagen, bei der ist es so, also mit einer Schicht deckt sie jetzt nicht sonderlich gut. Also sie macht schon das Hautbild sehr, sehr viel schöner und es sieht ästhetischer aus, man sieht frischer aus und ja, einfach gefällt. Aber es ist jetzt schon so, dass man die Haut noch durchscheinen sieht. Das Gute aber an dieser Foundation ist, dass man sie schichten kann. Also wenn ich dann nochmal so einen kleinen Klecks extra nehme und mir eben auf die Stellen gebe, wo ich nochmal ein bisschen Ticken mehr Deckkraft haben möchte, dann ja, schafft sie tatsächlich, dass diese Ebenen eben auch schön ebenmäßig aussehen. Dann bin ich auch tatsächlich zufrieden mit der Deckkraft. Und von daher, ja, bekommt sie jetzt 3 Punkte von mir, weil sie weder schlecht ist, noch super gut in der Deckkraft. Ja, wie gesagt, man kann sie schichten und man muss es aber nicht, je nachdem, wie man eben seine Vorlieben hat. Das Finish von der Foundation ist nicht super pudermatt. Also wer das erwartet von dieser Foundation, der wird enttäuscht sein. Sie ist aber jetzt auch nicht so super speckig glänzend, so wie manch andere Foundation, sondern es ist eher so ein, ja, so ein leichtes, natürliches Glänzen, so wie man eben normalerweise auch auf der Haut halt glänzt im Gesicht, und von daher finde ich das nicht allzu schlimm. Aber pudermatt ist sie nicht. Ich verwende trotzdem kein Puder nochmal darüber, also ich finde das Finish eigentlich so ganz hübsch, von daher, ja, bin ich eigentlich ganz zufrieden. Dann als letzte Kategorie der Tragekomfort. Also da muss ich sagen, ist diese Foundation wirklich ganz, ganz toll. Also ich spüre sie eigentlich überhaupt gar nicht auf der Haut. Wenn sie eingezogen ist, dann ist es wirklich so, als hätte ich keine Foundation drauf, und das ist wirklich viel wert. Das kenne ich nämlich sonst nur von Parfüm Foundations, und da kann diese hier wirklich locker mithalten. Ich kann hier natürlich nur für meine trockene Haut sprechen, also bei Mischhaut und öliger Haut, das ist immer für mich schwierig, das zu beurteilen, weil ich natürlich überhaupt keine Erfahrungswerte damit habe, aber für trockene Haut ist sie wirklich ganz, ganz toll geeignet, und sie trocknet meine Haut auch überhaupt nicht nochmal extra aus, von daher brauchen sich solche Mädels also keine Sorgen darüber zu machen. Deshalb gibt es für den Tragekomfort auch satte 5 Punkte von mir, und ich muss sagen, ich habe sie jetzt schon ein paar Tage ausprobiert und ich habe auch keine Hautirritationen davon bekommen. Ich hatte ja ein bisschen Probleme gehabt mit der Catrice BB Cream, aber mit der hier hatte ich wirklich gar keine Probleme. Und die Farbauswahl ist natürlich auch ein super Pluspunkt. Also wie gesagt, die Farbe 010 ist super hell. Also schau sie dir auf jeden Fall an. Ich benutze die Farbe 030, weil ich eigentlich immer 030 bei Catrice Foundations benutze. Von daher, das passt irgendwie immer bei mir. Also alles in allem finde ich diese Foundation wirklich empfehlenswert. Ja, sie haut mich jetzt nicht vom Hocker. Also wenn sie jetzt wirklich deckkraftmäßig nochmal einen Ticken mehr gehabt hätte, dann wäre sie echt wirklich perfekt. Aber so bekommt sie jetzt insgesamt 16 von 20 Punkten, und ich denke, das ist eigentlich auch schon ein recht gutes Ergebnis. Der Preis liegt bei 6,49 €. Ja, nicht ganz günstig für eine Drogerie-Foundation, aber ich denke, sie ist ihren Preis wert. Also ich bin ganz froh, dass ich sie jetzt habe, und ich werde sie auf jeden Fall weiter benutzen, weiter austesten, und ich hoffe einfach, dass das Video für dich auch ein bisschen hilfreich war, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.